Hallo Leute und herzlich willkommen zu GPL Season Nummer 8, Spieltag Nummer 6, dem vorletzten Spieltag tatsächlich der Hinrunde schon. Wir spielen gegen den guten Belly und seinem Team Igalima Empoleon, welches momentan nicht ganz so gut dasteht, ist aber trotz allem ein sehr gefährliches Team. Ich bin ehrlich, anfangs habe ich es nicht so gefährlich eingeschätzt, inzwischen habe ich doch ein bisschen Bammel davor und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was er so alles dabei hat. Ich hoffe mal, dass meine Sets so weit aufgehen, wie ich es mir überlegt habe, weil ich habe wieder... Was heißt wieder? Ich habe tatsächlich in dieses Team sehr viel Zeit reingesteckt, muss ich sagen, im Verhältnis zu den anderen, weil ich die Zeit mir einfach genommen habe, beziehungsweise sie hatte und das dadurch getan habe. Und ich wäre ein bisschen, ich glaube, ich wäre madder bei dieser Niederlage als bei fast jeder anderen. Ich meine, das gegen Ele war natürlich nochmal, das war halt einfach dumm. Aber wenn ich jetzt hier verlieren würde, dann wäre ich schon ein bisschen mad, weil ich habe, naja... Ich weiß es nicht, ne? Ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach mal, dass mein Zeug so funktioniert. Wie gesagt, Belly hat wenig zu verlieren momentan. Und das sind meiner Meinung nach immer die gefährlichsten. Weil die packen dann so Zeug aus, wo man sich denkt, hey, das ist jetzt einfach meine coole Strategie, die ich gerne mitnehmen würde. Und wer weiß, vielleicht ist das genau die Strategie, die mich zerfetzt. Ich mag es allgemein nicht, gegen so random Zeug zu spielen. Und er hat so gut wie das Team, was ich erwartet habe, bis auf Tangela... Was tatsächlich super sweet für mich ist, denn das heißt, ich habe mit Aqua Jet super wenig Drawback, wenn ich den klicke. Das finde ich sehr angenehm. Und ansonsten, Mamoswine hätte natürlich super auch ausgesehen gegen das Team. Ich überlege, ob ich einfach mit meinem Selfie leaden möchte, weil Tarnsteine sehen sehr knackig aus, er könnte mit Aegislash leaden. Ich weiß aber nicht, ob er das unbedingt tun möchte. Wir könnten auch mit Lanturn tatsächlich leaden, das wäre auch ein potenzieller Lead. Aber ich glaube tatsächlich, dass Selfie mit der beste Lead ist, weil der deckt Nidoking ab, der deckt Pessimian ab, welches gescarft kommt. Den einzigen, den er nicht ganz so geil abdeckt, ist Zapdos und Durengard eigentlich auch, logischerweise. Ich denke aber tatsächlich, dass hier Selfie einfach meine beste Lead-Option ist, möglichst früh Tarnsteine zu haben, möglichst früh Damage auf Nidoking, beziehungsweise Nidoking will eigentlich in dem Matchup nicht mal unbedingt drin bleiben, gerade weil ich kein Rocks-Damage und so presse. Deshalb glaube ich, ist das schon mit das Beste, was ich machen kann. Ja, wir leaden mit unserem Selfie und das sollte dann auch ganz okay sein. Zoroark ist nicht dabei, das ist sehr angenehm. Das Chanera ist nicht dabei, Amigento ist nicht dabei, also die meisten Sachen, wo ich gesagt habe, die kommen wahrscheinlich nicht, sind auch nicht dabei. Jetzt müssen wir natürlich nur noch gucken, okay, was sind das genau für Monster? Was hat er genau für Sets dabei? Und das kann ich noch ein bisschen schwierig einschätzen. Das kann ich noch ein bisschen sehr schwierig einschätzen sogar. Da muss man einfach mal gucken. Er könnte mein Selfie-Lead predikten, indem er hier einfach mit seinem Durengard leadet. Das wäre ein bisschen bitter. Gungnir, und das macht er auch. Nein, doch nicht. Nevermind, Gungnir ist das Zapdos. Ich meine, er könnte ein Toxin auf mich drauf zimmern. Ich glaube, das wäre aber okay. Er hat Erzwinger und nicht Statik auf dem, okay. Heißt das nicht, dass der Defog spielen muss oder so? Ich glaube schon. Das heißt, ich glaube, ich gehe hier einfach mal auf meine Tarnsteine, I guess, und verliere damit relativ wenig, weil ich will Tarnsteine draußen haben. Unbedingt, damit ich den Chip-Damage immer auf seinen Mons bekomme und so. Ich könnte jetzt mit Safer relativ viel Damage schon fressen am Anfang, aber ich sage, Lanturn ist halt so ein freer Switch, das heißt, entweder kommt ein Toxin und das verfehlt, das ist tatsächlich sehr, sehr gut für uns. Und wir kriegen hier free unsere Tarnsteine raus. Das ist sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm sogar. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall auf eine Kehrtwende, würde ich sagen. Wir holen uns damit Momentum. Er wird wahrscheinlich nochmal ein Toxin abfeuern, einfach nur, weil er Selfie getoxikt haben will. Andererseits könnten wir auch hart in Landtouren gehen, sodass Selfie nicht getoxikt wird. Und ich habe halt eine Vitalglocke in der Hinterhand, von dem her ist das okay. Und dann drücken wir eine Runde Surfer, dann können wir überlegen, ob wir Volt switchen. Also im Endeffekt können wir hier eigentlich in unser Landtouren gehen und das hart, weil so kriegt auch Selfie nicht das Toxin, die Damage Rolls mit Nidoking sind nicht so hart. Ich glaube, wir gehen hart in Lanturn. Wir machen hier einen harten Switch-Out. Wir gehen als erstes raus, das heißt, wir werden ziemlich sicher, denke ich, sehen, dass das Zapdos hier drin bleibt. Und wir sehen nochmal ein Toxin. Okay. Das sagt mir ein bisschen, dass er vielleicht das Subtoxic-Set ist. Kann sein, ich weiß nicht, welche Moves er genau auf dem Teil spielt. Da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. So, wir könnten jetzt Surf Up für ein bisschen Damage drücken. Wir könnten auch direkt hier ihm die Vitalglocke zeigen, um ihm zu zeigen, Bro, nehme Toxic, kommst du nicht so weit gegen mich. Ich glaube sogar, ich meine, er könnte Kehrtwende klicken. Ich glaube, wir gehen einfach mal eine Runde auf Surfer. Nicht auf Eisstrahl, falls er irgendwie wechselt. Er hat Schutzschild da drauf. Okay. Interessant, welcher Move fehlt ihm dann? Das ist super interessant zu wissen.
Ich frage mich, was er jetzt machen will. Also ich gehe jetzt auf jeden Fall jetzt auf eine Vitalglocke, spätestens. Weil, wie gesagt, gar kein Bock, dass er mich hier irgendwie nervt mit diesem Zapdos. Schutzschild, okay. Toxin-Schutzschild. Donnerblitz wird, denke ich, noch eine Angriffsattacke. Ich glaube, der hat keinen Ruheort. Weil ansonsten das Set müsste Speedy sein, damit er irgendwie vielleicht gegen Mamo was macht oder so. Deshalb überrascht mich das jetzt tatsächlich, dass hier ein Schutzschild ist. Ich meine, ob Sub oder Protect ist jetzt, glaube ich, einerlei so ein bisschen. Das mattert jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Dementsprechend, ja. Vielleicht hat er auch noch einen Sub drauf. Ich kann es mir potenziell vorstellen. Ich rechne aber eher nicht damit. So, jetzt ruft er zurück. Schade, dass wir nicht davor die Vitalglocke gedrückt haben. Das wäre nice gewesen. Und es kommt das Durengard. Das wird erstmal von Spitzenstein getroffen. Das finde ich sehr angenehm. Eine Glocke läutet jetzt erst einmal von unserem Landhorn. So, ein Durengard ist ein kleiner Problemkandidat, denn ich weiß nicht genau, was Durengard hier vorhat zu machen. Das heißt, ich muss hier tatsächlich einmal Surfer klicken, um herauszufinden, was der von mir möchte. Und wir sind auf jeden Fall schneller als das Teil. So, Surfer kommt, wird auf jeden Fall ein bisschen Chip-Damage hinterlassen. Ist nicht so viel, sind aber ca. 25%. Das sieht mir nach Spidef, Subtoxic, Aegislash aus. Aber er hat kein Dings. Er hat anscheinend keine Leftovers. Hat er ein Damage-boostendes Item vielleicht? Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Special Attack. Das heißt, unser Landhorn steht gegen den sehr gut da. Vom Damage her, könnte das halt... Also er ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Spidef. So viel ist schon mal sicher. Ich glaube, das könnte auch genau das Set sein, was ich hier ein bisschen erwartet habe. So, und wir brechen sogar den Delegator. Das ist super sweet. Und er geht auf ein Toxin. Und er misst das Toxin. Ach du Scheiße, Belly, hitte doch bitte deine Moves. Zweimal Toxin gemisst, auf Landtouren vor allem, ist unfassbar schlecht für ihn. Gerade weil ich jetzt einfach nochmal surfe und jetzt das Aegislash in der Range ist, wo er halt einfach keinen Sub mehr bekommt. Außer er hat eine Beere oder so. Okay, er hittet jetzt das Toxin. Darauf könnten wir jetzt nochmal Vitalglocke klicken. Wir könnten auch Surfer klicken. Ich weiß halt jetzt nicht, ob er sich traut, auf King's Shield zu gehen oder ob er versucht, jetzt nochmal einen Angriff rauszubekommen. Ich denke eher, er versucht, nochmal einen Angriff zu bekommen. Deshalb würde ich jetzt hier einfach nochmal auf Surfer gehen, um ihn sicher rauszunehmen. Weil ich weiß nicht, ob er Durengard sich noch aufheben will für irgendwas. Ich glaube eigentlich nicht und Surfer sehe ich eigentlich ganz gerne auf allem. Gegen Zapdos kriege ich ja potenziell nochmal eine Vitalglocke raus. Auch gegen Lamus kriegen wir eine Vitalglocke. Also von dem her, das Durengard hier rauszunehmen, wäre sehr schmackofatz. Aber er ruft tatsächlich nochmal zurück. Ich frage mich, wofür er den genau aufheben möchte. Und er geht in Tsubasa. Das ist Lamus, okay. Von mir aus, aber gegen den kriege ich ja eine Vitalglocke. Also wir kriegen halt jetzt nochmal Surfer. Und er kriegt dann halt jetzt wahrscheinlich einen Teleport raus, ne? Wenn er Teleport drücken möchte an der Stelle. Wir haben eine Zitrusbeere, das heißt, wir können uns damit nochmal hochheilen, was ich sehr angenehm finde. Und ich werde jetzt auf die Vitalglocke gehen, einfach weil ich dieses Poison nicht haben will. Tarnsteine kann er maximal mit Nidoking rauswerfen. Vielleicht möchte er uns hier auch nur so weit anchippen, dass er weiß, dass Nidoking das Teil immer sicher rausnehmen kann. Das ist auf jeden Fall ein Play, den ich durchaus sehen kann, den er machen kann. Die Tarnsteine werden hier, denke ich, ganz gut Work machen. Die Defog könnte noch auf Zapdos liegen, wobei, wenn er Schutzschild und das Toxin spielt, braucht er eigentlich eine Angriffsattacke, die wahrscheinlich Donnerblitz ist. Oder vielleicht ist er Mono-Orkan? Ich weiß es tatsächlich nicht. Weil entweder hat er Ruheort nicht oder er hat Auflockern nicht. Das heißt, Zapdos kann sich ansonsten nicht mehr hochheilen. Ich habe auch die Überreste hier noch nicht gesehen und der ruft hart raus, geht wahrscheinlich in Nidoking. Ne, er geht wieder in... Er geht in Zapdos, okay, von mir aus. Wenn er das machen möchte, dann soll er das hier an der Stelle machen. Wir drücken halt jetzt Vitalglocke wieder. Eine Glocke läutet, knackig. Will er vielleicht die Tarnsteine entfernen? Das wäre auf jeden Fall etwas, was er machen kann. So, das heißt, wir feuern jetzt hier einfach einen Eisstrahl ab, weil ich will ja in dem Matchup bleiben und ich weiß nicht, warum er Zapdos ansonsten hier reinbringt und will mich wieder toxinisieren. Okay. Heißt, wir gehen jetzt auf jeden Fall auf den Eisstrahl. Er chippt natürlich damit Landhorn runter, aber im Endeffekt chippe ich auch sein Team wieder runter. Deshalb ist das okay. Und Eisstrahl macht nicht so viel, das heißt, der hat auf jeden Fall einiges an Spidef-Investment. Das ist circa ein Drittel, das heißt, der ist, glaube ich, sogar full Spidef. So, und jetzt gehe ich auf die Vitalglocke nochmal, dann haben wir immer noch 5 Stück übrig, das sollte ganz gut sein. Und er hat das Ruheort noch. Das heißt, er spielt das heißt, er hat, glaube ich, nur Donnerblitz. Sub-Protect, Toxic-Protect-Dings. Okay, wir lassen eine Glocke wieder läuten. Und ich glaube, jetzt gehen wir auf den Voltwechsel. Jetzt will ich, glaube ich, mein Momentum haben. Wir gehen in Kapuriki und bauen ein bisschen Druck auf, würde ich sagen. Wir könnten sogar überlegen, auch in Kangama zu gehen. Er geht wieder auf das Toxin.
Erzwinger wird uns natürlich nicht affektieren, also unsere Vitalglocke, weil Erzwinger dürfte nur so funktionieren bei Kontaktmoves. Wir gehen jetzt auf den Voidwechsel, damit weiß er jetzt auch unser komplettes Moveset. Aber na gut, das akzeptiere ich halt an der Stelle, dass er es weiß. Und ich gehe in mein Kapuriki. Denn der gewinnt eigentlich gegen dieses Zapdos immer durch Verhöhner. Er könnte jetzt Nidoking relativ free reinschicken. Ich weiß nicht genau, was er jetzt hier vorhat, außer potenziell, wie gesagt, Nidoking reinschicken. Das wäre so ein Ding, das er machen kann. Ich hoffe, dass der Toxin-Timer mich nicht zu sehr hops nimmt. Ich denke, wir gehen hier free auf den Zauberschein. Ich glaube, eigentlich will er hier nicht drin bleiben. Eigentlich will er nicht drin bleiben. Er scoutet erstmal, was wir machen. Wir gehen natürlich auf den Zauberschein hier. Eine Überlegung wäre jetzt tatsächlich, auf das potenzielle Nidoking einen Double zu ziehen. Will ich einen Double auf das Nidoking ziehen? Und dann wieder mit Kehrtwende Yuxi anzugreifen. Andererseits, glaube ich, will ich Chip Damage auf dem Nidoking auch mitnehmen. Wobei, brauche ich Chip Damage unbedingt? Eigentlich nicht. Nach Tarnstein werde ich ihn immer mit Gengar besiegen. Schwierige Kiste. Gardevoir war noch gar nicht drin. Nidoking ist halt jetzt offensichtlich wie noch was, ne? Ich werde trotzdem auf den Zauberschein hier gehen. Das Nervige ist, dass Schutzschild und Pressure zusammen unfassbar unangenehm für mich sind. Also für Kapurikis AP und so. Ich hoffe, der lässt mich hier nicht meine AP verlieren, denn das wäre ganz schön bitterig. Er ruft zurück, er geht den Nidoking, oder? Er geht den Genjuro. Das ist wahrscheinlich Nidoking. Mensch, werde damit nur gerechnet. Aber damit dürfte jetzt meine Psychokinese immer sicher killen. Wir gehen danach in Selfe und mit Selfe drücken wir Kehrtwende. So. Wir gehen natürlich raus und wir gehen in Selfe. Da brauche ich tatsächlich gar nicht lange überlegen. Also das ist für mich komplett offensichtlich. Der Damage war jetzt aber gar nicht mal so hoch, muss ich gestehen. Also Tapu Koko sollte eigentlich immer ein Viertel machen. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt ein Viertel Damage war, wenn ich ehrlich bin. Da wäre ich mir gar nicht mal so sicher. Und er legt die Tarnsteine raus. Okay. Das heißt, irgendein Move fehlt ihm hier auf jeden Fall. Ja, deshalb habe ich tatsächlich überlegt, ob ich das punische, indem ich direkt sage, okay, ich will keine Rocks auf meine Seite bekommen, weil Landturm die auch abbekommt. Und das wäre so semi-geil. So, jetzt überlege ich gerade, habe ich irgendwie Drawback mit einer Psychokinese? Eigentlich schon, ne? Ich will auf eine Kehrtwende gehen, falls Zapdos kommt. Und ich denke auch, dass Zapdos kommt. Ja, er ruft zurück. Und er geht in Tsubasa, das ist das Slowbro. Oh, na gut. Und wir sehen auch, dass das Slowbro Dings hat. Warte mal, ist Slowbro jetzt nicht in Crawdaunt Range? Crawdaunt, Choice Band gegen Slowbro. Mit der Cobra Berry machen wir mit Knockoff. Ah, nee, machen wir nicht genug. 57 bis 68. Das ist leider zu wenig Damage. Das bedeutet, wir schicken jetzt einfach wieder Ricky rein. Ricky sollte in dem Matchup wenig verlieren. Nidoking muss ja da immer wieder reinkommen. Kriegt immer wieder Damage auch von meinem Ricky. Also von dem her ist das schon okay. Tarnsteine sind halt nervig. Elektrofeld ist jetzt wieder weg. Dabbeln wir auf das Nidoking in unser Yuxi raus. Wir kommen halt nicht wirklich weiter damit. Wir könnten versuchen, in unser Crawdaunt zu dabbeln gegen das Nidoking. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Tarnsteine nerven mich auf jeden Fall sehr, weil das immer wieder kontinuierlicher Chip-Damage ist, den ich nicht haben will. Den will ich eigentlich nicht haben. Und Nidoking kriegt halt dann Free Damage raus. Ich glaube, ich double auf das Nidoking. Weil eigentlich muss er hart in Nidoking rausgehen. Eigentlich muss er hart da rausgehen. Hätte ich jetzt gesagt. Und der ruft hart raus. Gut. Und er geht, denke ich, in Nidoking, oder? Er geht in Gungnir. Das ist Zapdos. Das ist schlecht. Wobei wir dagegen wieder Momentum bekommen. Und wir sehen auch auf jeden Fall die sicheren Boots. Ich glaube, die haben wir eigentlich davor schon gesehen. Aber was soll's? Ah, wir kommen gerade. Wir machen gerade nicht so viel Progress, muss ich sagen. Wir machen gerade schwierig Progress. Irgendwie brechen wir da noch nicht so ganz durch, wie ich mir das anfangs vorgestellt habe. Das Nidoking nervt. Ein Zauberschein hätte jetzt echt viel Damage, glaube ich, gemacht. Und wir hätten Taunt gehabt und hätten damit immer gegen dieses Zapdos-Set gewonnen. Der setzt Toxin ein, genau. Wir werden wieder Kehrtwende drücken. Wir schicken wieder unser Kapuriki rein. Wir haben natürlich noch eine Vitalglocke in der Hinterhand. Man könnte überlegen, ob man jetzt Landturm reinbringt, die Vitalglocke klickt. Aber ich glaube, das ist es jetzt noch nicht. Er muss eigentlich Donnerblitz spielen, damit er Krebutak besiegt. Okay, wir gehen wieder in unser Pfifferling. Und ich denke, er wird hier wieder mit eigentlich verliert er nichts, wenn er mit Schutzschild scoutet. Im Endeffekt zwar, aber
Ha, gehe ich jetzt auf das Schutzschild auf dem Ruheort? Was ist, wenn er jetzt einfach hier Ballsy ist und Toxin klickt? Was ist, wenn er Ballsy ist und Toxin klickt? Das wäre nervig. Wenn ich jetzt einfach Zauberschein klicke. Aber es ist ja eigentlich offensichtlich, was ich hier machen will, ne? Ich glaube, der geht jetzt hier auf dem Schutzschild. Ich würde sagen, der scoutet hier immer eine Runde mit Schutzschild. Ah, ich bin nicht zufrieden mit dem Play. Ich glaube, ich habe hier zu schnell gedrückt. Ich glaube, ich hätte es doch nochmal konzidern sollen. Ich meine, im Endeffekt würde ich ansonsten, glaube ich, Verhöhner drücken. Nidoking will er eigentlich hier nicht einfach so reinwerfen. Das ist schwierig gerade. Das ist gerade echt schwierig. Ich hatte am Anfang sehr viel Momentum durch die vielen Toxin-Misses. Oh, er geht nicht auf Schutzschild. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich hätte Verhöhner drücken müssen. Ich hätte Verhöhner drücken sollen. Er geht auf Ruheort. Okay. Das heißt, er will einfach auch nur scouten. Na gut. Von mir aus, wenn er das machen möchte. Das ist dann noch okay. Damit kommen wir einigermaßen gut raus. Jetzt drücken wir Verhöhner. Ich meine, er hat Ruheort gesehen. Ich weiß nicht, ob ihm das sagt. Okay. Der hat auf jeden Fall Taunt. Wenn er jetzt in Nidoking geht, bitter. Aber ich hoffe, dass er es jetzt nicht macht. Ich glaube, er wäre ansonsten direkt in Nidoking gegangen, wenn er Angst gehabt hätte. Perfekt, Verhöhner kommt raus. Das heißt, wir kriegen jetzt free einen Zauberschein raus. Er kennt jetzt unser komplettes Set eigentlich auf Tapu Koko. Aber das ist fein für mich. Zauberschein kommt. Ich weiß halt nicht, Nidoking ist halt unfassbar obvious jetzt. Deshalb weiß ich nicht, ob er den Play macht. So oder so will ich den Chip-Damage wieder auf dem Nidoking sehen. Der muss da rauskommen. Es muss einfach sein. Damit Nidoking einfach kein Switch mehr sein wird. Shirabe, war das Nidoking? Oh, es ist Durengard. Okay. Das kann er auf jeden Fall auch machen. Damit hat er jetzt das Durengard weg. Das ist ganz nice. Hat er gut gemacht, dass er sich den Attack aufgehoben hat. Weil jetzt kann Nidoking reinkommen. Ich muss Safe reinschicken. Und durch Toxin plus Tarnsteine könnte das jetzt eine eklige Damage Roll werden. Die ich überhaupt nicht feiere. Und dann haben wir eine 50-50 gegen Nidoking. So, Nidoking wird natürlich wieder durch Tarnsteine angechippt. Wir gehen natürlich wieder in Selfe. Ist halt natürlich sehr offensichtlich. Kann ich irgendwas anderes machen? Eine Überlegung wäre, hier Kangama reinzuschicken, aber ich glaube, da sehe ich mich nicht so. Ich weiß immer noch nicht, wer von den beiden, also Gardevoir oder Pissimian, gescarft ist. Aber wir sind halt einen Ticken angechippt. Ich glaube, Yuxi stirbt einfach, wenn ich den jetzt hier so reindonner. Aber ich glaube, das muss ich in Kauf nehmen. Oder schicke ich Kangama rein? Kangama würde an der Stelle mit Erdbeben den rausnehmen. Das würde aber das Zapdos erlauben, wieder reinzukommen und defensiv ein bisschen mich zu nerven. Das heißt, Selfe ist hier, denke ich, der Play. Und dann gehen wir im 50-50-Spielchen potenziell mit Krebutak rein. Und er geht auf. Spukball hat er, okay. Damit dürfte er uns two-shotten. Jupp, das tut er absolut viel. Das war ein Crit, oder? Nee. Wenn das kein Crit war, ist der, glaube ich, modest. Wir werden natürlich jetzt unser Selfie abwerfen. Der bringt uns jetzt so weiter im Matchverlauf nicht so viel. Damit kann Passimin jetzt wesentlich besser CC drücken. Also, das ist auf jeden Fall etwas, was mich unfassbar stört. Ich kann noch hoffen, dass ich aus irgendwelchen Gründen mit meinem Selfie schneller bin. Aber er ist gespeedcreeped. Okay, Schlammwoge Spukball sehen wir. Das heißt, sein letzter Move ist potenziell der Flammenwurf, weil er ansonsten nicht viel gegen Kobalium hat. Oder er sieht Kobalium nicht gegen ihn. Oder ist der Sucker Punch der letzte Move? Was ist, wenn ich in meinen Gengar gehe und jetzt einen Sub aufsetze? Gewinne ich damit eigentlich nicht. Wir haben natürlich Crawdon, Wasserdüse, mega obvious, böllert irgendwas an die Wand. Wir könnten Krabhammer klicken. Ich habe keine Ahnung. Mit Crawdon kriege ich zu viele 50-50s. Mit Gengar kommt wahrscheinlich das Zapdos rein. Und mit Flemling kommt auch Zapdos rein. Aber ich sage, Zapdos wäre noch am okayesten gegen Gengar, weil auf Zapdos können wir noch reagieren. Ich glaube, wir gehen in Gengar hier. Ich glaube, ich habe keine Angst vor Sucker Punch, weil Shadow Ball, Sludge Wave ist eigentlich nicht die Coverage, die ausreicht gegen mein Team. Jetzt überlege ich, ob ich hier einen Sub aufsetzen will. Bringt mir ein Sub hier irgendwas. Meinen potenziellen Sucker Punch nehmen wir damit. Zapdos, komplett Spedef. Moment, das ist mein Zapdos Nummer 2. Zapdos Nummer 2 kriegt halt von Sludge Bomb, wenn er komplett Spedef ist, nicht mega viel Damage. Von der Psychic auch nicht so viel. 22 bis 26 mit Sludge Bomb 33 bis 39. Ich glaube, wir gehen erst eine Runde auf Delegator, weil dann kann ich entscheiden, welchen Move ich klicke. Er ruft zurück. Okay. Und er geht wahrscheinlich in Zapdos. Gungnir kommt, das ist Zapdos. War klar.
Das heißt, wir spielen jetzt tatsächlich auf eine Matschbombe Poison, die wir gerne hätten. So, Delegator wird natürlich aufgesetzt. Damit bin ich jetzt offiziell auch in Tiefschlag-Range. Den würde ich jetzt nicht mehr leben. Wir gehen einfach auf eine Matschbombe. So, Matschbombe wird rausgedonnert und die macht wahrscheinlich ein Drittel. Poison? Na, ich glaube, es ist kein Poison. Und wir sehen, Ladungsstoß ist seine Angriffsattacke. Okay. Ich sag, wir hätten hier potenziell überlegen können, in Landturm zu gehen. Einfach, weil wir damit uns wieder hätten hochheilen können. So, jetzt ist die Frage. Landturm kommt hier halt immer free rein. Prediktet er das jetzt oder nicht? Ein ballsy Play wäre es jetzt zu predikten, dass er mein Landturm prediktet. Und einfach nochmal auf Sub zu gehen und gucken, was passiert. Kann ich mir das erlauben im momentanen Spielverlauf? Eigentlich nicht wirklich. Kann er es sich erlauben, nochmal Ladungsstoß zu klicken? Eigentlich nicht, weil damit ist Landturm wieder fit und das ist unfassbar nervig für ihn. Ich glaube, ich gehe hier tatsächlich nochmal auf den Delegator. Ich versuch's. Komm schon, lass den Predict aufgehen. Lass mich hier nicht overpredicten. Lass das nicht dumm gewesen sein. Ruheort kommt. Okay, okay. Wir kriegen nochmal eine Chance, die Poison zu bekommen. Ja, Ruheort ist hier auch sein bester Play. Ich habe überlegt, ob er vielleicht angreift. Aber damit kriegen wir nochmal Poison-Runde. Ja, ich glaube, damit habe ich nicht so viel Progress gemacht. Ich habe nochmal die Chance auf Poison. Ah, ja, natürlich war Ruheort immer sein Play. Das ist eine höhere Damage-Roll, die nehme ich auf jeden Fall mit. Und er geht auf einen Ladungsstoß. Jetzt hätte man überlegen können, tatsächlich in Landturm zu gehen, um den hochzuheilen. Lohnt es sich hier auf die Poison zu spielen? Er muss eigentlich immer Ruheort klicken. Er muss eigentlich immer Ruheort klicken. Das heißt, ich kriege Kapuriki hier eigentlich sogar rein. Eigentlich kriege ich Kapuriki offensiv gesehen hier rein. Ich kriege aber auch Landturm defensiv gesehen rein. Krieg dann aber auch nicht genug Pressure. Ich muss hier in Tapu Koko gehen. Ich glaube, ich muss hier den offensiven Pressure mit meinem Verhöhner-Set zeigen. Ich glaube, ich muss hier einen offensiven Switch-Out machen. Und die Tarnsteine werden auch nervig. Weil Gengar kommt natürlich auch nicht ewig in Mons rein. Und dann wird es schwierig für Gengar. Dann wird es schwierig. Wenn er jetzt auf Toxin geht, dann kotze ich im Strahl, glaube ich. Okay, er geht auf Uart. Ja, und jetzt sind wir in der 50-50. Geht er in sein, geht er in sein Nidoking raus oder nicht? Weil je nachdem ist Zauberschein mein Play. Dann muss ich nämlich Kangama wieder reinwerfen in Nidoking. Er kann eigentlich nicht in Nidoking rausgehen, ne? Weil wenn ich Zauberschein klicke, kriegt er zu viel Damage, glaube ich. Ich glaube, Nidoking stirbt an Potent. Na, wäre ich mir gar nicht so sicher. Ich kann aber auch keinen Switchout machen, der mir Progress bringt. Und ich bin ein gelocktes Krebutak. Ich muss einmal überlegen. Um das Match zu gewinnen, brauche ich eigentlich offensiv gesehen noch viel zu viel. Viel zu viel brauche ich offensiv gesehen. Ich gehe auf den Zauberschein. Wird wahrscheinlich... Er ruft zurück, okay. Ich brauche tatsächlich noch viel zu viel, um offensiv genug noch zu machen. Nee, ich glaube, der hat ein bisschen Spedef Investment oder zu viel Bulk. Also noch mein Zauberschein kommt auf jeden Fall nicht rein in 2. Ja, es war guter Damage. Aber mehr halt auch nicht. So, ich glaube, damit gehe ich jetzt in mein... Warte mal, wenn das Sludge Wave? Shadow Ball? Dann muss doch Earth Power sein letzter Move sein. Damit weiß ich eigentlich sein Moveset. Ich glaube, ich muss in Kangama gehen. Ich habe keinen defensiven Switchout, den ich machen kann. Ich kann maximal Gengar opfern. Das will ich nicht machen, weil ich den noch gegen Bro gerne hätte. Ich muss Kangama reinwerfen. Ich muss drauf pokern, dass Gardevoir der Spexer ist und das Persimmon der Scarface ist. Weil momentan läuft es nicht so gut. Ich weiß auch gar nicht, an welcher Stelle es so negativ für mich läuft. Oder sich so negativ entwickelt hat. Er spielt Erdbeben, er spielt ihn physisch, das ist schlecht. Weil damit macht er Kangama sehr viel mehr Damage. Und er hat ein Leben-Up, okay, das ist gut zu wissen. Ja, wir drücken halt jetzt Body Slam. Was anderes sehe ich hier nicht. Aber wenn er Zapdos reinbringt, dann habe ich immer eine Notsituation gegen den. Dann habe ich immer eine Notsituation, mit der ich ihn immer low halte. Weil Notsituation ist auch auf Toxin immer die letzte Attacke, die kommt. Also Zapdos halten wir jetzt durch dieses Kangama low. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Slowbro halten wir auch low, wenn er sich entscheidet, mit dem zu killen. Und er ruft zurück. Geht er in sein Slowbro? Er geht in Hibiki. War der schon mal drin? Das ist Persimmon. Okay, das ist schlecht. Boah, wenn ich jetzt eine Body Slam Para bekomme, dann liebe ich mein Leben. Para? Aha. Überreste. Oh, das ist schlecht. Er ist wirklich... Ich glaube, er ist wirklich Sub-Breakup. Das bedeutet, ich muss ihn runterbringen auf die Notsituation. Ich muss seine KP drastisch senken. Ich habe jetzt hier keine Chance, irgendwas anderes zu machen. Ich
muss das hier so spielen. Anders geht's nicht. Ja, Sub kommt jetzt nämlich. Ich muss den so low es geht wie möglich halten. Und das kriege ich nur durch Notsituationen hier an der Stelle hin. So, und jetzt ist das Problem, ich muss weiter mit Body Slam angreifen. Eine Para wäre so strong gewesen, ne? So strong. Dann könnte Gardevoir tatsächlich der Scarfer sein. Das wäre sehr schlecht. Weil ich mein Check dagegen, also mein Check dagegen ist halt weg. So, wenn er Fistef ist, überlebt er einen Body Slam. Aber ich glaube, er kriegt nicht mehr genug Left. Ne, lebt er nicht, okay. Der nimmt mich wahrscheinlich jetzt raus. Ja, er geht auf Ableithieb, das heißt, wir schicken jetzt Kapuriki rein. Und ab jetzt ist es ein offensives Böller-Match. Weil ich habe defensiv alles verloren, was ich da habe. Wir gehen auf Zauberschein. Das ist schlecht. Nur durch Notsituation konnten wir das jetzt hier übrigens abwehren, möchte ich anmerken. Gut, dass wir die dabei hatten. Wobei, Gengar kann jetzt eigentlich reinkommen, fällt mir gerade auf. Gengar kommt rein. Macht offensiv genug Druck, dass eigentlich niemand hier in irgendeiner Form reinswitchen kann. Danach kommt entweder der Scarfer Gardevoir, welcher noch übrig wäre, oder es kommt das Zapdos, wogegen ich wieder in Landturm gehe und versuche mir Momentum zu holen. Ja, Gengar ist es. Und ich werde auch auf die Psychokinese gehen. Was ist, wenn er direkt wieder in Zapdos geht? Ne, ich gehe auf eine Matschbombe. Ich gehe auf eine Matschbombe auf jeden Fall. Matschbombe reicht hier immer. Er kann von mir aus auch in Nidoking gehen. Wir wissen das ganze Set von Nidoking. Slowbro kommt da nicht rein. Gardevoir kommt nicht rein. Zapdos kommt nicht rein. Das sollte ein totes Persimmon sein. Ha, das hat er sehr gut gemacht. Also Belly spielt hier sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich zu offensichtlich vielleicht auch spiele. Vielleicht ist es auch das. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall noch Angst vor dem Gardevoir. Gardevoir potenziell der Scarfer jetzt noch im Team. Ansonsten ist Dings der schnellste Mon. Der muss ja gescarft sein, ne? Also wenn der nicht gescarft ist, dann weiß ich auch nicht wer. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier... Reicht eine Mondgewalt gegen meinen Gengar an der Stelle? Gardevoir. Ohne Specs. Gegen Gengar. Macht einen Moonblast. 35 bis 42, nevermind. Die Frage ist, ist es jetzt hart in Landturm zu gehen? Wir haben noch einen Aquajet, den wir abfeuern können. Landturm gewinnt noch gegen andere Mons. Gengar gewinnt gegen das meiste, was noch da ist. Außer, ja, Zapdos ist halt schwierig. Boah, ich weiß nicht, was mein Play ist. Ich glaube, ich muss hier Landturm reinwerfen. Ja, ich glaube, ich habe keine Wahl. Und muss schauen, dass ich irgendwie die nächsten zwei Moves vielleicht lebe. Der wird sich halt hier auf den Moonblast locken. Wir kriegen halt die Citrus Berry. Das ist sehr nice. Und damit müssen wir hoffen, dass das irgendwie ausreicht. Weil ein Aquajet reicht gegen Gardevoir leider nicht, beendet. Und der geht auf Moonblast, okay. Ah, macht zu viel, ja, macht viel zu viel. Ist der Modest? Nee, ich glaube, es war einfach nur eine hohe Damage Roll. Und wir gehen jetzt auf den Surfer. Das ist das Beste, was ich machen kann. Oh, das sieht ganz, ganz schlecht aus. Weil jetzt muss ich... Ich glaube, der Play war es nicht. Jetzt muss ich nämlich in Kapuriki gehen. Kapuriki dürfte einen überleben. Aquajet Bandit macht 70 bis 83. Das reicht noch nicht. Das heißt, ich muss in Kapuriki hier gehen. Muss hier einen Zauberschein abfeuern. Boah, ist das scheiße. Muss hoffen vor allem, dass Tapu Koko einen lebt. Ansonsten verlieren wir hier einfach gegen Scarf Gardevoir. Einen sollten wir noch leben, oder? Auf wie viel KP sind wir? 113. Wir werden halt super low sein. Er hat sogar eine 25% Chance, mich rauszunehmen hier. Wir Aquajetten uns auch momentan kein bisschen durch dieses Team durch. Kein bisschen tatsächlich. Und wir haben zu wenig Mons, glaube ich, noch, dass ich das gewinnen kann. Mondgewalt kommt bitte killen. Nicht, wenn der Mod ist, das killt er, glaube ich. Er crittet. Das ist, glaube ich, GG. Der Crit ist unfassbar schlecht. Der Crit ist tatsächlich eine Katastrophe. Ich glaube, das ist GG. Das ist super schlecht, dass der gerade gekrittet hat. Also es ist unfassbar unlucky. Ja, ich muss jetzt hoffen, dass Wasserdüse aus irgendwelchen mir unbekannten Gründen den jetzt hier einfach rausnimmt. Er kann jetzt hier auch einfach wechseln, weil ich muss hier Wasserdüse klicken. Ich habe keine andere Wahl. Und ich habe das Match auch hier an der Stelle verloren. Ich kann das nicht mehr gewinnen. Ich habe dafür zu wenig Mons. Mit Kapuriki hätte ich es auf jeden Fall noch gewinnen können, weil Kapuriki gegen Slowbro und Zapdos immer gewinnt. Gegen Nidoking halt nicht.
Ich glaube, ich habe zu wenig Druck auf dieses Nidoking ausgeübt. Ich hätte Craw dann früher in Ring schicken müssen. Aber ich dachte, wenn ich es so spiele, dass ich das meiste anchippe, aber Belly hat das leider gut gemacht. Und ich war nicht so gut mit dem Reich einfach. Das wäre jetzt einfach nur nice. Ja, reicht natürlich nicht. Also es hätte auch, glaube ich, nur mit einem Crit gereicht. Das ist GG. Oh, und 4-0 ist auch noch so ein hohes Ergebnis. Also 0-4. Das ist super, 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 super schlecht. Nein, der muss rein. Ah, Mann, das nervt mich, weil ich habe mich eigentlich echt gut auf... Ich frage mich halt, wo ist der Kampf verloren gegangen? Wo ist dieser Kampf verloren gegangen, ist so meine Frage. Jetzt Random Gengar schneller, das wär's. Ja, GG an Belly. Wo habe ich diesen Kampf verloren? Also Belly hat gute Switches gemacht. Das kann ich nicht verneinen. Da kann ich nichts gegen sagen. Aber wo habe ich diesen Kampf so schlecht verloren? Weil ich wüsste halt jetzt nicht, was ich so viel falsch gemacht habe. Ich hätte mich mehr trauen können, ja. Aber ich dachte, ich muss das nicht machen. Ich meine, gut, man muss sagen, Passimian war halt ein starkes Set. Damit habe ich auch ein bisschen gerechnet, dass er das bringen kann. Deshalb mussten wir da mit Kangama halt auch Notsituation klicken. Wo habe ich das aus... Hatte ich das jemals in der Hand? Eigentlich schon. Am Anfang sah es sehr gut aus. Aber wo habe ich dieses Match aus der Hand gegeben? Glückwunsch an Belly auf jeden Fall, der hat jetzt seinen ersten Sieg. Ist sehr schlecht, dass er den gegen uns bekommen hat, weil wir haben jetzt 3 Niederlagen. Damit ist Platz 1 ganz, 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 ganz schwierig. Wo habe ich das aus der Hand gegeben? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hätte ihn zu mehr Switches mit Nidoking wahrscheinlich vor. Ich überlege gerade, was wäre mein Ding gewesen? Wahrscheinlich hätte ich ihn öfter... Ich glaube, gegen Nidoking hätte ich nicht Gengar, sondern... Crawdant reinschicken müssen. Und dann hätte ich ihn darauf forcen müssen, in Slowbro oder in Zapdos zu gehen und versuchen müssen, da den richtigen zu erwischen. Beziehungsweise hätte da wahrscheinlich knocken können. Weil Nidoking da eigentlich nicht drin bleibt, solange Coco noch da ist, weil Coco sonst sein Team zu sehr pressured. Ich glaube, ich habe falsch mit meinem Krebutak gespielt. Ich glaube, ich habe falsch mit meinem Krebutak gespielt. Ich hätte früher reingehen müssen mit dem und mit dem Druck machen müssen. Aber so viele Situationen gab es nicht. Vielleicht den ein oder anderen Double gegen Nidoking ziehen. Also, dass der kommt, aber... Ja, das Problem ist halt, wenn Kapuriki drin ist und er sich entscheidet, mit Zapdos jetzt doch einfach mal Discharge zu klicken gegen meinen Krebutak-Switchout, dann wird's schwierig. Ja, GG, wie gesagt, ich... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich das verloren habe. Also, im Teambuilding weiß ich nicht, glaube ich nicht. Der Kampf am Anfang war halt sehr, sehr zäh, weil da sehr vieles war, er will meinen Landturm runterchippen, einfach weiter, weiter, weiter. Damit wahrscheinlich Gardevoir besser aussieht. Ha. Ich bin ehrlich, ich sehe nicht genau, wo ich irgendwas... Also einen krassen Missplay habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Ich hätte früher offensiv Druck machen müssen, glaube ich, gegen diesen 6er-Squad. Weil Passimian haben wir wegbekommen, Durengard haben wir relativ fix wegbekommen. Klar, weil wir keinen Toxin abbekommen haben. Das heißt, das war auch nochmal ein bisschen lucky. Wo habe ich dieses Ding verloren? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich werde wahrscheinlich nochmal den Kampf Revue passieren lassen, während ich den schneide. Und dann, im Übrigen, es gibt immer einen Kommentar, wo ich nochmal meine Gedanken grob zusammenfasse, wie der Kampf ausging und sowas. Aber ich frage mich gerade echt, wo ging dieser Kampf verloren? Wo? Wäre es vielleicht Trick Room gewesen, überlege ich jetzt so im Nachhinein, sodass Krebutak immer böllern kann. Aber das Problem ist, eigentlich kriege ich gegen das Team, vor allem was Belly jetzt auch dabei hatte, kriege ich niemals Trick Room wirklich gut mit meinem Dings raus. Mit Selfie hätte man Trick Room bekommen können. Ich glaube, im Endeffekt hätte man gegen den 6er-Squad zumindest Trick Room gut bringen können. Ja, und wahrscheinlich wäre es das dann auch gewesen, Fragezeichen, weiß ich nicht. Das hätte wesentlich mehr Druck gemacht. Naja, das wäre besser gewesen. Aber gleichzeitig dachte ich auch, dass dieses Team gut ausreicht. Mein Gengar hat den Druck gemacht, den es machen sollte. Tabu. Das Ding ist, es ist ja nicht mal so, als hätten die Mons irgendwie nicht das gemacht, was sie machen sollten. Außer Krebutak, der hat zu wenig Druck gemacht, weil den habe ich auch nicht reingeschickt bis zu dem Punkt. Also ich glaube, es gab ein paar Punkte, wo halt Riki drin war und wo ich hätte in Krebutak gehen können. Aber wenn der einmal protected und ich Krebutak reinschicke, habe ich ein Problem. Von dem her war das Protect Zapdos auf jeden Fall sehr, sehr stark, weil er mit Sub sich auch nicht selber KP macht. Deshalb sehe ich Protect auch über Sub an der Stelle.
Ha. Also Subtlest war stark. Hätten wir mit Mammoswine irgendwie was reißen können, überlege ich gerade. Wäre es Mammoswine gewesen statt Gengar? Doch. Ich meine, er hatte Persimmon dabei und wen hatte er noch dabei? Durengard, ne? Vielleicht wäre es doch Mammoswine einfach gewesen. Bei denen hätte ich auch früher mal reinschicken können, aber dann hätte ich Gengar wieder nicht gehabt. Dadurch, dass der Scarf Gardevoir war, war das auch relevant. Ich habe halt echt dick mit Specs gerechnet. Ha, bitter. Bitter, bitter, bitter. Ich werde auf jeden Fall nochmal einen Kommentar schreiben, wo ich überlege wahrscheinlich, ob es Mamoswine gewesen wäre statt Gengar und dass das die Fehlentscheidung geworden ist und ich doch mit meinen Prio-Attacken hätte rauszimmern sollen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht so ganz, wo ich das Match. Habe ich das Match im Teambuilding verloren? Eigentlich auch nicht. Ich glaube, ich habe das Match dadurch verloren, dass ich nicht aggressiv genug war. Und mir dachte, jetzt offensiv Druck ausüben. Naja, GG, wie gesagt, am Bell. Ich werde das Ganze nochmal Revue passieren lassen. Ich bin jetzt nicht so mega mad, weil das liegt vor allem daran, dass. Also. Irgendwie, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, was ich zu diesem Kampf groß sagen soll, weil. Also, entweder war ich nicht im Match drin oder so, aber so richtig viel falsch habe ich. Also, ich habe keinen Druck ausgeübt. Das ist der große Fehler. Ich glaube, deshalb habe ich dieses Match auch verloren. Ich habe einfach keinen Druck ausgeübt. Aber ich konnte nicht Belly switchen lassen, wie er wollte. Und dadurch konnte dann wieder Nidoking Druck ausüben. Gardevoir, wenn alles angechippt ist, kann Druck ausüben. Der eine Sub gegen Zapdos war vielleicht. Also der eine Sub gegen Zapdos war wahrscheinlich schlecht, hätte ich jetzt gesagt. Weil, dass er darauf roosten kann, ist absolut free. Das war ein Fehler, wo ich sage, der war auf jeden Fall dumm. Dadurch konnte er jetzt auch mit Mondgewalt meinen Gengar immer rausnehmen. Dann hätte er den Gengar nicht besiegen können. Und vielleicht wäre es dann anders ausgegangen. Potenziell, weil dann hätte er Gardevoir rausziehen müssen, dann hätte ich Aqua jetten können, dann wären 50-50s gekommen. Also wie gesagt, ne, wenn er jetzt nicht gerade Modest Gardevoir war, war halt der Crit unfassbar unlucky, muss man sagen. Weil wir waren halt auf 76, die Chance, dass wir den leben, waren sehr gut. Und dann hätte ich mit Aqua Jet potenziell Gardevoir immer rausnehmen können. Aber dass ich. Kapuriki hätte ich zum Beispiel auch gar nicht mehr rausziehen können aus dem Matchup. Das heißt, wir hätten an dem Punkt nur noch Gengar und Krebutak gehabt und ich weiß nicht, ob die es hätten machen können tatsächlich. Weil, nehmen wir das Szenario mal an, wir hätten mit Zauberschein jetzt das Gardevoir angechippt, dann wäre Krebutak gekommen, dann wäre erstmal eine 50-50 gewesen, gehe ich auf Aqua Jet oder gehe ich auf Dings, gehe ich auf einen Knockoff, oder vielleicht sogar auf einen Krabhammer, weil ich das Zapdos predicte, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir hatten zu wenig Sacks am Ende. Wir hätten das Ganze mit Gengar und Krebutak offensiv spielen können, ja. Vielleicht wäre es auch einfach Nature's Madness auf Kapuriki gewesen. Dann hätte ich ein paar Moves weniger gebraucht, wahrscheinlich sogar. Aber dann hätte ich wieder weniger gegen Tangela zum Beispiel gehabt. Ich überlege gerade die ganze Zeit immer noch, wo ich es verloren habe. Aber naja, das sollen, denke ich, meine privaten Gedanken an der Stelle sein. Trotzdem schöner Kampf. Ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder gegen Bene, wo wir uns nochmal einen Sieg einfahren. Mit 3 Niederlagen kann man noch Erster werden, aber dann dürfen wir uns jetzt gar nichts mehr erlauben. Und das wird sehr, sehr schwierig. Ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dann und ciao.